Automesse in New York. Das läuft mittlerweile Hand in Hand mit den World Car of the Year Awards. In vier verschiedenen Kategorien durften Autohersteller auf Trophäen hoffen. In der Kategorie World Green Car konnte sich der Chevrolet Volt gegen seine Konkurrenz durchsetzen. Der Preis für das World Car Design of the Year ging an den Aston Martin Rapid, der sich gegen Alfa Romeo Giulietta und den Ferrari 458 Italia beweisen konnte. Der starke Ferrari sahnte allerdings die nächste Trophäe ab und wurde zum World Performance Car gekürt. Die deutschen Mitstreiter Mercedes SLS AMG und Porsche 911 Turbo gingen dabei leer aus. Den höchst angesehensten Preis zum World Car of the Year konnte sich der Elektroflitzer Nissan Leaf abholen, der übrigens auch schon zum European Car of the Year gewählt wurde.